Kunst, so hatte ich gestern gesagt, und da will ich heute fortfahrend einhaken, Kunst bildet die Gespanntheit der geltenden Epoche interpretierend ab und beeinflusst damit die kulturelle Konfiguration. Sei das dinglich geschaffene Werk, sagen wir mal, noch so harmlos, so hat es doch Zeichenfunktion, manchmal sogar Symbolfunktion für das, was wir die kulturelle Konfiguration nennen. Dem kann man vertrauen. Voraussetzung natürlich, dass es irgendwo erreichbar ist und gesehen werden kann. Aber selbst in das Bewusstsein dessen oder der, die arbeitet, reicht es manchmal aus, sich in der kulturellen Konfigurationsebene zurechtzufinden und zu wissen, dass man zwar unter den zig Millionen Zeichen und Symbolen ein weiteres hinzusetzt, aber dennoch funktioniert das. Zumindest, und dessen kann man sicher sein, bei einem selbst. Und wie sowas läuft und warum das so verallgemeinernd Kultur, manchmal sagt man ja im aktuellen Jargon Kulturschaffende, nein, man sagt nicht Künstler, sondern Kulturschaffende, das hängt damit zusammen. Wir sagen, die Überzeugungskraft kultureller Formen hängt aufs Engste mit der Zeichenhaftigkeit zusammen, die Gesellschaften ihrer materiellen Umgebung aufprägen und einschreiben. Jede Gesellschaft braucht eine materielle Umgebung. Das Kunstgeschehen schafft dies in besonderer Weise, weil es eben durch Bedeutung und dadurch Zeichenhaftigkeitsfähigkeit in besonderem Maße beachtet wird. Auch, und das mag paradox klingen, auch wenn keiner hinguckt, passiert das. Denn, und warum ist das so? Ich hatte das gestern schon, wiederhole das. Kulturelle Konfigurationen geben allgemeine Muster dann für individuelle Überschreibungen an die Hand. Materielle Dinge an die Hand. Vorbilder, gespürtes, geahntes, subjektiv geprägtes Handeln findet genau diesen Aspekt der Zeichen. Wir überfüllen also die Welt mit Zeichen und, wenn ihr so wollt, Symbolen. Wir hatten hier als begreifbares Metaphern der Linie und dem Meander hatte ich angeboten zu denken, weil solch ein Bild ist auch sprachlich gesehen eine dingliche Form im Sprachraum. Wenn ich ein Bild, eine Metapher formuliere. Das ist also der Dreh. Und deswegen erzähle ich, weil ich jetzt erzähle, schwer zu erklären manches, warum die Gradlinigkeit zu einem hohen Wert in unserer Kultur geworden ist, ist nun nicht immer positiv. Man denkt seit dem 17. Jahrhundert an die Gradlinigkeit der Kriegsführungen. Als Kind hat mich das schon immer, also ich, nicht wenn die Soldaten so im 17., 18. Jahrhundert sich einfach in Reihe stellten und aufeinander schossen und wenn die erste Reihe umgefallen war, kam die zweite Reihe dran. Das ist ein systematisch linear gestaltetes sich gegenseitig umbringen. Aber kulturell drückte sich das in solchen Zusammenhängen auf. Und wir wissen, dass diese Gradlinigkeiten in Auseinandersetzungen durch das, was man später die
Guerillakrieg genannte, völlig aufgehoben wurde. Und da war die Gradlinigkeit plötzlich weg. Also eine antikulturelle, zumindest nicht antikulturelle, aber anti der geltenden kulturellen Überformungen. Warum sage ich das? Weil, wenn wir genau hinschauen, und wir brauchen ja auch nur in die Sprache gucken, sind diese Gradlinigkeiten in unser Wertesystem komplett eingewandert. Heute abgelöst durch digitale Schnelligkeit, Direktheit, Effizienz, Geschwindigkeit, habe ich schon gesagt. Ein Beispiel aus der klassischen Moderne, 1913 ist der Handlungszeitraum, also ein Jahr vor diesem zweiten schrecklichen Weltkrieg, mit 9 Millionen einfach auf diese Weise erledigten. Marcel Duchamp. Es gibt ein Werk, ein ganz kleines, völlig unauffälliges, aber vorhandenes und im Kontext dieser kulturellen Konfiguration ein für mich paradigmatisch angelegter Wendepunkt für die Rolle der Kunst in der Gesellschaft, der Beginn der Moderne. Trois Stoppages et Talons. Eine blaue Leinwand hat er vorbereitet. Dann ist er in das Nationalarchiv in Paris gegangen. Dort liegt in Platin eingekerbt die geltende Normvermessung eines Meters. Also das gilt, ne? Das ist wie die Atome, wo die Zeit heute misst, war das das Maß für einen Meter. Und er nahm ein Band und hat es straff gerade gezogen auf diesen Meter, ist ab ins Atelier und hat drei Stück hat er davon gemacht, deswegen Trois, und hat diese straff gezogenen Fäden so gehalten und auf die Leinwand aus einem Meter Abstand fallen lassen. Zugleich, ne? Beide Enden losgelassen, fallen lassen. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Schlangenlinienförmig sind diese drei Fäden auf der Leinwand gelandet. Dann hat er sie aufgeklebt. Warum ich das sage? Es ist einerseits die Spielart von Freiheit der Moderne geworden. Und diese Spielart der Freiheit nannten im Folgenden manche natürlich auch Zufall. Aber ihr könnt schon sehen, dass es keinen Zufall gibt. Nicht? Das ist das Einzige, was daran stimmt, ist der Begriff des Fallenlassens. Das andere war kalkuliert. Er hat damit revoltiert, und da komme ich im Folgenden drauf, gegen die Gespanntheit einer Epoche und deren kulturellen Überformungen. Eine Revolte. Denn bis heute gilt ja diese Kulturformung der geraden Linie als direkten, kürzesten, ökonomisch sinnvollsten Weg. Wir denken so, wenn wir Wesen der Kultur, was wir ja sind. Jede Gerade widerspricht der Biegung, der Schleife, dem Gekrümmten und der Gegenwendung. Ich hatte gesagt, sie ist absolut in der Weise, dass sie keine Entsprechung, keine Wechselbeziehung eingeht, sondern eine Machtergreifung des kulturellen Raums war. Aber sie widerspricht nicht nur den Schwingungen, Bögen, Schleifen, Gekrümmten und Gegenwendungen, sondern
sie setzt sich sogar mit aller Kraft dieser Biegungs- und Richtungswechselhaften Beziehung, widersetzt sich dem. Und das andere, mit dem es, und das gilt auch heute noch, über das es deshalb nachzudenken gilt, angesichts dieser linearen Kulturwertungen, das andere ist der Mäander. Ich hatte euch das ja schon angeboten als Bild. Und Duchamps Arbeit, von der ich sprach, ist nicht nur ein Faktum der Kunstgeschichte. Richtig verstanden, ich erwähnte es schon, war es und ist es immer noch, weil notwendig, eine Revolte. Widerstand gegen gesellschaftlich, kulturell herrschende Konfiguration. In die Welt gestellt und auf in dem Fall negative Weise auf die Welt bezogen. Hier, durch diese Arbeit, begründete sich, später von Adorno sehr schön entwickelt und theoretisiert, der rote Faden der Negativität der Moderne. Nein sagen können. Gegenbewegung. Und das etwas, das Dingliche, das da ist, stellt uns gleichsam und gerade heute eine Aufgabe und bildet eine Herausforderung. Also so viel zur kulturellen und damit auch natürlich politischen Beteiligung der Kunst an den Werten, nachdem sich eine Gesellschaft Gestalt gibt. Kulturelle Konfiguration. Ich will damit sagen, dass alles, was wir tun, wenn wir das im Bewusstsein, manchmal geschieht es ja so, als nicht richtig sich in der Welt angenommen fühlen. Also ich habe hier auch schon gesagt, dass mit anderen Worten, dass der Antrieb der meisten, die sich künstlerisch betätigen, aus einem Gefühl entsteht, das man so beschreiben könnte, sich fremd fühlen in einer Welt, die ja durch Dinge begriffen wird, also durch Dinglichkeit und deren herrschenden Werten oder kulturellen Konfigurationen. Dagegen gilt es, etwas in die Welt zu stellen. Denn deuten, Kunst ist ja ein Wertesystem und ist ja ein Prozess dessen, was wir tun, dass wir symbolisieren müssen und im Kunstbereich besonders auf Bedeutung unserer Aufmerksamkeit hochfahren. Das ist das Besondere an dieser Sache. Deuten müssen wir, denken müssen wir sowieso. Im Fortfahren dessen, was ich hier begonnen habe, muss ich sagen, jeder Ort, jeder Landstrich, jeder Fluss, ich wiederhole das, und jeder Fabrikkomplex, also jede Form der städtischen oder auch ländlichen Gestaltung, gehorcht diesen kulturellen, klar definierten durch die Linie, die Gradlinie, besonderen, stellt es sozusagen dar. Jeder Ort ist so gesehen in seiner spezifischen Beschaffenheit ein Akteur ebenso wie alle übrigen Personen, weil er Zeichen sendet, genau wie wir in Kommunikation ja auch permanent Zeichen aussenden und empfangen. Gehört das zum kulturellen Geschehen, will ich mal so sagen. Und als Akteure, wenn es der Ort auch ist, nehmen alle teil an einem Geschehen, also einer Handlung, die sich, wie könnte es anders sein, in der Zeit
vollzieht. Doch gerade das Medium der Geschichten, also die Zeit, bleibt dabei in aller Regel undeutlich und unbeachtet. Also wenn wir eine Erzählung lesen, ein Roman oder ähnliches, achten wir nicht auf die Zeit, die wir dafür brauchen. Deswegen lass dir Zeit. Was ja die Bewusstheit darüber, dass Zeit etwas Strömendes, etwas Fließendes, etwas Vorbeireißendes, uns Mitnehmendes ist, wird man bei alltagsbezogenem Handeln im Gewohnheitsrahmen sicher nicht bemerken. Ist man aber in einem Bedeutungsraum, so möchte ich mal die Kunst nennen, Raumlabor hatte ich es genannt, dann muss man auf alles achten. Das ist der Vorteil unseres Bezugssystems Kunst. Und das kann deshalb so sein, weil die uns alle bestimmende Vorstellung darin besteht, dass die Zeit fließt. Also unser, ich will sagen, temporales Selbstverständnis verdankt sich dem Leben an den Flüssen. Das Fließen, abendländisch, nicht? Das Fließen hat die Städte und Kulturen, die ja an Flüssen liegen und dort gediehen, mit Zeit inspiriert. Man kann das, und die geschichtliche Rechtfertigung oder die Rechtfertigung durch geschichtliches Zurückliegendes solcher Prozesse durchaus heranziehen. Also selbst ein Marc Aurel schreibt in seinen Selbstbetrachtungen über 2000 Jahre her, über diese Grunderfahrung. Er sagt dort, die Zeit ist ein Fluss, ein ungestümer Strom, der alles fortreißt. Denken wir dann, und die Römer haben da durchaus ihr Reich so weit erweitert, dass es bis in die Wüstenbereiche kam. Also nicht nur das Leben an den Flüssen, im nördlichen, sondern im südlichen Afrika. Da muss man dann an die Wüstenvölker denken. Und deren Fantasie wird sicher nicht dazu verleitet, die Zeit fließen zu sehen. Ich denke, dass sie in ihrer zeitlichen Erfahrung viel mehr Bilder eindringend bekommen haben, die sich eher mit Staub verbinden, also mit schwebendem, fliegendem und fortgewebendem. Aber eben auch mit etwas, das zerrinnt. Und das zeigt auch auf andere Weise die Grunderfahrung, dass die Zeit flieht und fortweht. Und ich sagte ja vorher, dass wir das meist gar nicht bemerken, das Bestimmende, nämlich die Zeit, denn diese bliebe ja und bleibt für viele, für Künstler weniger, hoffe ich, diese Zeit bliebe undeutlich, würden wir ihr nicht Bilder aufprägen, um sie erfahrbar und aussprechbar zu machen. Gestern Abend sprach ich von der Kathedrale. Das ist ein mächtiges Bild, um der Zeit durch dinglich geprägtes Übertreiben zu trotzen und sie gleichzeitig natürlich zu relativieren, indem man das Bewusstsein entwickelt hat, dass die Zeit überhaupt keine Rolle spielt, sondern man tut es. Man kalkuliert nicht die ablaufende. Metaphern in dieser Weise oder Symbole, zum Beispiel die Bilder der Kunst,
die dann ja, wenn sie da sind und geschaffen sind, auf Dauer organisiert sind, also Dinglichkeit erwerben, sowas wie den ontologischen Rang von etwas Wirklichem dort aufrücken. Es gibt sie. Und das durch diese Stoppmomente dinglicher Prägung bleibt da, übersteigt den Ablauf der fortwehenden oder strömenden Zeit. Und dieser Rang von etwas wirklich, tatsächlich Wirksamen hat stattgefunden, findet statt, obgleich nie jemand jemals gesehen haben dürfte, wie sich die Zeit bewegt. In Bewegung waren immer nur die Dinge der Welt. Blätter, Wolken, Vögel, Uhrzeiger, Wasser, Sandkörner etc. Die Zeit selber, die dieses bewegte Fortschreiten, Fortwehen, Fortströmen, blieb unsichtbar. Blieb, wenn wir das so wollen, ein Phänomen, eine Erscheinung. Die hat sich ja in der Denkgeschichte, Kulturgeschichte sehr prägnant als Phänomenologie niedergeschrieben und sprachlich verdinglicht. Dennoch blieb sie, und das ist das Wesen des Phänomens, Kunst ist ein Phänomen. Wir können also über Dinge sprechen, aber die Schwierigkeit, der ich versuche, mich seit vielen, vielen Jahren zu stellen, ist, über die Kunst zu sprechen. Das ist total schwierig, weil es ist nicht griffig. Wer also unter den Dingen, die in der Welt, könnte fast sagen im Universum Raum einnehmen, wer dort nach der Zeit sucht, wird höchstens auf etwas treffen, was man zahlreiche Verwandlungen nennen könnte. Also auf Entstehen und Verfall. Und derart trifft uns irgendwie, irgendwann, das Medium Zeit, meist überraschend oder letztlich, als das dunkle Medium, das kalte Medium entgegen, nämlich ein Medium, worin sich alles verbraucht und verliert. Selbst bei, ich sprach ja schon davon und werde auch noch davon sprechen, bei diesem bereits im Kontext von Essay, Kunstforum erwähnten Mondänien, spielt sich das Denken an zum Beispiel, er beschreibt das sehr schön, dass die Menschen, schon die alten Römer, nicht mehr gesagt haben, wenn jemand verstorben ist, der ist tot, das Wort haben sie vermieden. Er hat aufgehört zu leben. Das heißt, der Begriff des Lebendigen ist in der Beschreibung des Toten enthalten gewesen. Eine ganz interessante, wie ich fand jedenfalls, sprachlich zum Ausdruck kommende, dass dieser Prozess häufig verdrängt wird. Mondänien allerdings nicht. Der schreibt davon. Und in der Geschichte, also unserer Geschichte, Geschichte der Menschheit, nehmen wir zum Beispiel auch das Zurückliegende. Immer wieder, wir merken das, dass ich auf diese Strategie fahre, nehmen wir die Antike, denn dort hatte es auch schon keinen Sinn, sich der überwältigenden Macht der Zeit zu widersetzen. Dagegen, das wussten die schon, ließ sich nichts ausrichten. Aber man konnte davon erzählen. So war also die Zeit der verschwiegene, geheime, möchte fast sagen, Gott
aller Erzählungen. Und meine Interventionskraft trat vor allem bei Geschehnissen hervor, mit denen es eine besondere Bewandtnis hatte. Im Nachhinein, im Erzählfluss, daraus erkennen wir, so schlage ich vor, dass wir diesen Begriff im Nachhinein, also in Wiederholung, eine fundamentale ästhetische Strategie erkennen können. Das heißt, wir erleben alles im Nachhinein. Was natürlich das Credo des Jetzt und Sofort ab und zu aufströmen lässt. Aber in jeder Erzählung ist das noch einmal als wiederholtes, interpretierendes Erzählen dessen, was vorher passiert war. Also im Erzählfluss konnte man nämlich nur schwer dem Eindruck entgehen, die einst strömende Zeit hätte sich an bestimmten Wendungen mit einem Mal abgelagert, also abgelagert wie so ein Sediment, das auf alle Ereignisse herabgesunken war und sie verfestigt und versteinert, also dauerhaft verdinglicht hat, organisierte Dauer. Dieses von der Präsenz des vor uns liegenden, sichtbaren, das können wir als präsentisch bezeichnen, diese Präsenz wandelt sich immer in einer Interpretations- oder Wahrnehmungsart und Weise als Repräsentanz. Andere Begriffe aus einer anderen, aus einem anderen Diskurs. Also die Präsenz von Werken wird in ihrer Deutung immer als Repräsentanz funktionieren. Wenn die Dinge, wie ich das versuchte mit dem Bild, dass die Zeit sich abgelagert hat durch Besonderheiten und Ereignisse, dann wurde diese Verfestigung häufig zur Geschichte. Und wenn sie denn dann durch permanente Wiederholung bestimmter Geschichten, wurden diese Geschichten zum Mythos. Ein Mythos ist eine zweite Sprache innerhalb einer ersten Sprache. So kann man es kurz definieren. Aber die Wiederholung ist das Entsprechende. Also wenn sich besondere Ereignisse immer wiederholten, dann wurden sie verfestigt zum Mythos. Wir können das sehr schön sehen an den altgriechischen Geschichten der Götter etc. Das wurde durch permanente Wiederholung und Erzählung derartig gefestigt, dass dann Gottheiten gegründet wurden. Das kennen wir von den alten Ägyptern, das wurde in Stein gehauen, in Skulpturen verfestigt, verdinglicht und war dadurch die Basis einer sich ständig wiederholenden Wahrnehmung für eine höher gelegene Bedeutung genannter Mythos. Geschichten wandeln sich durch Festlegungs-, Wiederholungsrhythmen zum Mythos, also eine bedeutsame Geschichte. Das war aber nicht das Einzige. Es bot sich allerdings immer noch eine andere Möglichkeit, gegen das Schicksal der verströmenden, dahinfließenden Zeit anzugehen. Sie lief, zweite sehr wichtige Ebene, sie lief auf einen technischen
oder medialen Kunstgriff hinaus. Ein solcher Kunstgriff erforderte der amorphen, chaotischen Zeit, Phänomen, eine Form zu geben. Und diese Form konnte nur sich ereignen durch dingliche Unterbrechungen. Erinnert euch an die Definition der ästhetischen Erfahrung, die ja bis heute von dieser Sorte ist, dass wir die Vergangenheit vor uns haben und die Zukunft hinter uns. Wir müssen sie erreichen durch eine Wendung. Diese Wendung, die ja dann auch die Notwendigkeit in sich birgt, war zu interpretieren. Immer wieder hin und weg. Wir sehen nur das, was uns anblickt. Dingliche Unterbrechungen. Dadurch entstand eine Formfindung, indem man den fatalen, unbegreiflichen, wirbelnden Fluss herantrat und den zweiten großen Mythos unserer Kulturgeschichte unternahm, nämlich das Wasser teilte. Man stand am Strom und teilte das Wasser. Eine große Metapher, die wir kennen aus anderen Zusammenhängen. Diese Teilung war eine wesentliche, wie ich denke, Erfindung, kultureller Sorte natürlich. Eine wesentliche Erfindung, abgesehen von den Bildern und Symbolen der Erzählungen und der Mythen, war eben diese Teilung, so kann man glaube ich sagen, ohne übertreiben zu müssen, war die Teilung eine der erfolgreichsten kulturellen Schöpfungen. Möglich wurde sie, weil einigen Vorkommnissen das Vorrecht verliehen wurde, als Einschnitte zu gelten. Ich nenne da die Beispiele geschichtlicher Sorte, wir wissen das, Kriege, Naturereignisse, die Geburt eines neuen Herrschers etc. Das waren Vorkommnisse, die in besonderer Weise hervor- und verdinglicht wurden und dadurch wurde Zeit Zäsur. Und das diffuse Geschehen des fortströmenden, fortwehenden Geschehnisses formte sich zur unterscheidbaren Folge von Begebenheiten. Ihr könnt das vielleicht ein bisschen an eigenen Bildern sehen. Das habe ich dann und dann gemacht, das habe ich dann und dann gemacht. Das erinnert mich dann und dann, Barbaras Arbeit macht es ja geradezu exemplarisch. Also, das ist nichts anderes als die Zeitläufigkeit des Vergehenden immer wieder mit Stoppmomenten zu versehen. Von bis. Das war diese, in deinem Beispiel nicht, das war diese Woche und das war diese Woche und in dem Jahr war es dann diese Woche. Das sind Ereignisse, die man emporhebt, um Punkte zu finden, von denen man dann zwar auch noch linear unterwegs ist, von Punkt zu Punkt, von Berg zu Berg. Und wir merken, dass das, was wir als Kunstgeschichte kennen, und davon will ich im Einzelnen reden, auch von Punkt zu Punkt geht, von Epoche zu Epoche, von Künstler zu Künstler in dieser Epoche. Das sind alles nur Punkte. Punkte, die von Historikern linear geordnet wurden, obwohl sie aus einer chaotischen Lebens- und Handlungssituation ehemals entstanden sind. Das ist die kulturelle Technik. Und diese Teilung, das Wasserteilen, ist ja die Konsequenz aus diesem Bild, man könnte auch von Unterteilung sprechen, also in Epochen, in Schaffensphasen etc. All das, um es sichtbar, haltbar, nachvollziehbar und wirksam bleiben zu lassen, wurde festgehalten auf Stein, Ton
Knochen oder Ähnliches. Es verwandelte sich in der Weise, denn was zuvor lediglich vorgefallen und vorbei war, wie alles Übrige, wurde durch Verdinglichung zum gravierenden Datum emporgehoben. Und das tun wir ja heute noch. Wenn ihr bedenkt, dass Archäologen immer noch Funde machen, die plötzlich eine Neuschreibung der Menschheitsgeschichte erfordern. Das passiert heute noch. Dann müssen Sie sagen, da haben wir uns geirrt. Also was das Alter des Vorhandenseins des Kulturwesens Mensch betrifft, etc. Hochspannend, finde ich. Also, was zuvor ohne Bewusstheit der Zeit lediglich vorgefallen und vorbei war, wie eben alles, was an uns vorbei, mit uns dahin geht, wurde zum gravierenden Datum. Und was das einschneidende Ereignis dadurch an einzigartiger Qualität hinzugewinnt, ist eben seine Haltbarkeit. Kunst, so sagte ich, ist organisierte Dauer, Kunstarbeit, wenn es sowas gibt. Denn jetzt zählt es. Plötzlich kann ich es zählen. Jetzt ist es das so und so viele Jahr einer Regentschaft oder die Stunde 1 nach Sonnenaufgang und so weiter. Zeit wurde zur Zähleinheit. Und in der sogenannten chronischen Zeit beginnt der allgemeine Raum des Gedächtnisses, des kulturellen Gedächtnisses, sich zu formen, indem er eine Abfolge und Reihe von Zeit anerkennt. Und das bleibt nach wie vor ein anhaltender Ansporn. Und so reißt auch die Anstrengung, die einmal vorgenommenen Zäsuren noch genauer, das heißt die Abstände zwischen ihnen geringer zu machen, über Jahrtausende unserer Geschichte nie völlig ab. Hat immer mehr geschaffen, was immer mehr Punkte und immer kürzere Strecken zwischen dem bedeutenden Ereignis und dem bedeutenden Ereignis als zählbares Moment, und damit wurde die Zeit, wie ich sagte, zur dinglichen Zäsur. Die Bindung eines Phänomens, ähnlich so wie Werke das ja auch versuchen, wenn sie Kunstwerke wollen. Sie wollen von Werk zu Werk die Kunstentwicklung ablesbar machen. Nimmt man mal davon Abstand, wird man zu einer neu anders gelegenen Freiheit kommen können. Und die Orientierung in der Zeit führt schließlich zur Koordination der Zeit selbst. Und das gilt nicht nur für unsere Kultur, also die Zeugnisse davon reichen, von chinesischen Schattenbildern über ägyptische Wasseruhren, über mittelalterliche Räderuhren bis zur heutigen Atomuhr. Wir zählen die Zeit. Die unbegreifliche Zeitlichkeit unserer Existenz ist nunmehr auf technische Weise gegenständlich geworden. Zeit erfuhr und erfährt im Verlauf tausendfacher Zäsuren und Daten eine merkliche, unübersehbare Verdichtung und Festigkeit. Ich möchte fast sagen, es entstand überhaupt durch diesen Prozess die Zeit. Das Phänomen, was wir, wenn wir das nicht täten, immer nur als ein erscheinendes, manchmal bemerkbares, aber im Wesentlichen undeutlich bleibenden Begleitstroms. Aus einem Mysterium
wurde die Zeit plötzlich und schließlich dann infolge dieser Unterteilungen unsere Zeit. Die Zeit wurde unsere Zeit. Das heißt, aus einem Mysterium bildet sich dergestalt eine Form, mit der der Mensch gewissermaßen zumindest den Eindruck hat, dass er Herr der Zeit wird. Er zählt sie durch eigene Geschichte. Dessen aber ungeachtet blieb Zeit dennoch das diskrete Etwas, also ein Etwas, das Fortgang und Nachbearbeitung feinster Details und Ereignispartikel in sich aufnehmen kann. Nichts anderes tut ihr, tun wir. Und damit stellt sich ein flexibles Maß zur Verfügung, woran sich jeder mit privaten wie auch kollektiven, mit intimen wie mit öffentlichen Erinnerungen und Daten festhalten kann. Familienfotos, das ist so etwas. Mit privaten Erinnerungen und Daten das abgelaufene Moment wie etwas zur Betrachtung freigegebenen und damit auf Dauer organisiertes, vielleicht sogar, Regine, zur Wiederholung geeignet, zur Rückholung, zur Wiederholung mittels aktualisiertem Erinnern. Wir wissen, dass Erinnern nicht die Erzählung von dem ist, was war, sondern die Erinnerung ist gespeist von dem, was wir bereits interpretierend erzählen können und wollen vor allen Dingen. Und deswegen heißt es ja so schön in den phänomenologischen Betrachtungen, wir erfinden die Vergangenheit. Der Satz geht weiter und erhoffen die Zukunft, aber das ist vielleicht nicht das Wesentlichste daran. Also der obskure, unfassbare Fluss der Zeit ist zur griffigen Information geformt. Geformt, indem die Zeit in eine handhabbare, auch technisierbare und sofern kommunizierbare und verallgemeinbare Form gebracht wurde. Selbst das Persönlichste ist durch Wiederholung vom Privaten ins Öffentliche getragen. Wir erinnern uns, dass wir das, was wir tun, aus privaten, persönlichen, subjektiven Prägungen heraus entwickeln. Und in dem Moment, wo wir es verdinglicht haben, gehört es uns nicht mehr. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Wir haben es freigegeben. So wie Duchamp seine Fäden fallen ließ. Das war der Gestus. Zufall. Wurde verdinglicht und somit zum bedeutsamen, merkbaren, einflussnehmenden Zeichen kultureller Sorte. Heute, wenn man das Wort schon sagt, kommt man schon ins Schleudern. Heute, und deswegen breite ich das hier so aus, sind wir vom temporalen Interieur unserer Existenz umstellt. Geschäftszeiten, Liefertermine, Zahlungsfristen, Fertigstellungszeiträume, Zeittakte, Zeitbudgets, Zeitfenster, Stundenpläne, kurzfristige Verlängerungen, Terminschwierigkeiten, Zeitmanagement, Kulturmanagement. Wir reden von Zeitschienen, Zeitplänen und Zeitrahmen,
Zeitarbeit, Zeitdruck und laufend mehr Zeitbedarf. Ich habe keine Zeit. Warum machst du nichts? Ich habe keine Zeit. Ich will damit etwas andeuten, oder vielleicht sogar nicht nur andeuten, schon in den Raum stellen. Die Zeit ist zum Regime über das Ereignis geworden. Ein Regime, das alles Geschehene und jeden Einzelnen in seine spezifische Zeitökonomie einordnet. Es gibt, zumindest in Europa, aber auch anderswo, es gibt seitdem so etwas durch den Prozess der Teilung, gibt es eine doppelte Buchführung der Zeit, Mythos und Geschichte. Und unser Umgang mit Zeit, und deswegen diese aufwendige Ausbreitung, unser Umgang mit Zeit spiegelt die Geometrie der linearen Sequenz. Gradlinigkeit, nicht nur als moralische Tugend, Gradlinigkeit von Punkt zu Punkt, von Ereignis zu Ereignis. Und die Frage, um diese Bildergeschichte uns klarer zu machen: Geht es um Mäander oder Kanal? Wenn wir das mythische, erzählerische Wissen in unserer Kultur preisgeben, wenn wir uns also ganz der Zeit der geraden Linie anheimgeben und ihre sequenzierten Marken und Zeichen ungebrochen Folge leisten, würden wir uns in eine eigentümliche, sich dann doch wieder ereignende Zeitvergessenheit hineinbewegen. Aber was, so müsste man ja vielleicht fragen, nicht nur warum erzähle ich das, sondern was eigentlich ist die Grundlage nicht nur unseres Seins, sondern verengt die Grundlage unseres Wirkens. Mit anderen Worten, warum sind wir hier, um es ganz kurz und jetzt zu setzen? Versuch der Antwort natürlich, alte Strategie, mit Martin Heidegger zu sprechen, der Frage auf den Grund zu gehen. Er spricht in seinen Überlegungen, im Anschluss natürlich an Aristoteles, später dann der Philosoph Schopenhauer, er spricht vom Wesen des Grundes. Er versucht dort nämlich in Erfahrung zu bringen, was wir Grund zu nennen pflegen. Und in seiner eigentümlichen Sprachform sagt er: Der Grund des Was-Seins, des Das-Seins und des Wahrseins. Der Grund dieser Prozesse. Sprachlich ist das klar. Alterssprachlich sowieso. Hast du einen Grund für dein Handeln? Künstler werden häufig darauf antworten, weiß ich auch nicht. Würde ich zumindest anraten als Strategie. Wenn man sagen würde, warum man das und das en Detail macht, dann ist man ja dieser Gradlinigkeit des Anfangens, Weitermachens und Beendens rettungslos ausgeliefert. Aber die Wendungen, die durch Materialkontakt, durch Verdinglichungsversuche eintreten, dass alles anders wird, als man es vorgehabt hat, das, so sage ich ja gern, rettet die Welt. Das ist der Punkt. Aber zurück zum alten Heidegger.
da er mit seinen vorab geäußerten Grund des Wasseins etc. dem Grund somit und damit eine wesensmäßige Beziehung, so nennt er das jedenfalls, zur Wahrheit innewohnt, lassen sich Gründungen, also etwa die von Existenzen, oder Begründungen, etwa von Wahrheitsansprüchen, nur schwer in grundlosen Medien wie Luft oder Wasser bewerkstelligen. In Medien, in denen man eben leicht im Bodenlosen versinkt. Deswegen erinnere ich an meine Empfehlungen, die haben diesen Grundlage, sind grundiert von der Bodenschwere des Realen und angesichts der Bodenlosigkeit der Kunst, diese beiden in der Zeit gelagerten, geteilten Situationsbeschreibung unserer Existenz, dieses gegeneinander auswiegen zu müssen. Gründliches Denken hilft dabei. Und der alte Heidegger, wenn ich den noch weiter quälen darf, oder euch mit ihm quälen darf, er sagt, gründliches Denken und allein dieses kann nur ein Denken des Seins sein. Hat für ihn, komme ich später drauf, warum ich das so hervorhebe, hat für ihn wesentlich mit Bodenständigkeit, Bodenschwere, mit Feldwegen und Holzwegen zu tun. Aber wir erinnern uns, das Flüssige, das Fluide steht in Konkurrenz gegen das Feste. Obwohl das Flüssige ja schon diese Teilung, von der ich sprach, kulturell als technischen Eingriff erlebt hat. Und unser heutiges Denken bildet in diesem Gegensatz des Festen, des Gründlichen, diesem Gegensatz spiegelt es, und das mag uns sicher nicht überraschen, auch einen weit zurückliegenden antiken Widerstreit ab. Nämlich, hatte ich ja schon von gesprochen, die Frage, ob die Welt flüssig oder fest sei. Und in der frühgriechischen Auffassung, wir erinnern uns, hoffe ich gerne, wie man sie beispielsweise in Homers, Ilias oder Odyssee antrifft, spiegelt sich ja wohl in dieser Erzählung ein Schöpfungsmythos ab, demzufolge eine Grundströmung existiert. Man nannte das damals der Okeanon, also der Ozean. Der Ozean als Ursprung aller Gestalten und Formen ist er nicht bloß in sich zurückfließend, er bildet auch dann nämlich die Grenze zum Nichts und zum Chaos. Denken wir an die Odyssee. Das Medium Wasser ließ ihn nicht ankommen. Und aus dieser ewig zirkulierenden Flüssigkeit, in unserem Kontext können wir sogar von einer mythischen Ursuppe sprechen, aus dieser mythischen Ursuppe sind ja selbst die griechischen Götter hervorgegangen. Das waren die Erstgeborenen des Flüssigen. Und im Widerspruch, auch die antiken Sprache, davon gab es schon diesen Widerstreit, zu Homers Darstellung hält ihm ein Zeitgenosse Hesiod eine alternative Ursprungslehre entgegen.
anstelle eines, anstelle oder an die Stelle eines heimtückischen, schwankenden Ozeans wurde Gaia gesetzt, die Erde. Aus ihr geht laut Hesiod zumindest, kann man es nachlesen, alles Seiende hervor. Und als Lebensbasis ist die Erde fort und fort, so schreibt er, sicherer Sitz von allem. Und die anhaltende Polemik über Urstoffe hat hier ihren Anfang. Zwischenbemerkung, erinnert, das Werk ist Sein, die Kunst ist Werden. Das Kunstwerk teilt sich also in zwei Dinglichkeiten, deswegen sind alle Kunstwerke oder alle Werke erst einmal Halbdinge. Auch wenn sie in dinglicher Präsenz gelagert sind, müssen sie als Repräsentanz weiter interpretierend die andere Hälfte nachgeliefert bekommen. Das ist die Bedeutungsebene durch Interpretation erzeugbar. Und mit einer solchen elementaren Umorientierung durch Unterteilung und Teilung, auch Differenz, neues begrifflich kulturformendes Ereignis, mit dieser elementaren Umorientierung ändern sich die Verhältnisse in der Welt, ich möchte fast sagen radikal. Radikal insofern, indem er den Menschen einerseits festen Boden unter den Füßen verschafft und somit die fluide Grundlosigkeit des Seins tragfähig macht. Ein Widerstreit, ein duales Weltbegreifen, ein dialogisches Verhältnis zu uns selbst. Kunst und Werk. Und doch und immer noch wollen Gegenstimmen, die also vom fluiden Anfang entgegen dem festen Boden unter den Füßen, wollen nicht abrücken und sind auch nicht bereit, so könnte man glaube ich sagen, zu verstummen. Eine, und ich erzählte davon schon, der bedeutendsten Stimmen darunter ist Thales, der bereits im Altertum als Flussforscher und Fließtechniker die periodischen Nicht- und Nilüberschwemmungen zu erklären und einen Fluss umzuleiten wusste, bleibt eben logischerweise dadurch bei der Ansicht, dass das Wasser der Ursprung aller Dinge sei. Später wird diese Ansicht diesen Abstraktionsgrad der Natur, des naturphilosophischen Denkens, indem man davon ausgeht, dass alles eine fließende Kraft voraussetzt, mit der Formulierung, dass das Werden nicht aufhört. Ich bin, aber ich habe mich nicht. Also werden wir erst. Mein Lieblingssatz kennt ihr schon von Ernst Bloch. Ich bin, aber ich habe mich nicht. Also werden wir erst. Das Werden hört nicht auf. Prinzip Hoffnung, um es anders auszudrücken. Aber noch einmal zurückblickend, so erkennt zum Beispiel dieser im Verdacht stehende Aristoteles die Philosophie gegründet zu haben, so erkennt dieser bereits und er gelangt zu der Überzeugung, dass der Anfang aller Anfänge entspringe aus Liquidität
Und das, so hört es nicht auf zu sagen, sei der Beginn der Philosophie, also das Nachdenken über das Sein. Und tatsächlich, nach Aristoteles, ist auch wieder so ein Punkt, ihr merkt ja, wie wir argumentieren, wie die Zeit sich greifen lässt. Und in der Tat setzt das dann nach Aristoteles später erst das philosophische Denken entstanden mit den sogenannten Fluktualisten ein. Fluktualisten, die sich, deswegen so genannt, statt fürs Sein, für das Werden aussprechen und die im Anfang die Arche als Ursprungsquelle zu bedenken versuchen und nicht den Grund. Wir kennen das aus den biblischen Mythen, die Arche als Ursprung und nicht der Grund. Auf dem Wasser schwimmend, im Strom des Fließens sich Halt geben. Und wir, so bin ich überzeugt, sind bis in die Gegenwart Erben dieser Kontroverse zwischen fest und flüssig. Und das Beispiel des Mäander, zu dem Mäander zu denken, ist der Kontakt zwischen diesen scheinbaren Gegensätzen, die sich gegenseitig formen und auch von ihrem anderen geformt werden. Noch immer verbindet sich mit dem Fluiden für uns dasjenige, was wandelbar und vorübergehend ist. Und mit dem Festen dagegen Wesenheit, also das Ideale und die unveränderliche Substanz. Damit haben wir es immer noch zu tun. Und ich glaube, dieser Gegensatz hat zumindest die westliche Auffassung von Wirklichkeit so tief geprägt wie nichts anderes. So war es kaum anders denkbar, als das religiöse Fundament des christlichen Abendlandes, zumindest der Bibel zufolge, auf Fels zu bauen. Dass jeder Fels, ich sprach schon davon, auf flüssigem Schwamm und jedes Bergmassiv anderen Kontinenten zutrieb, diese erschreckend unsolide Welt konnte man sich schlicht lange Zeit jedenfalls nicht vorstellen.